In der Arena kommt euch der Staub, der aufgewirbelt wird von den Füßen derjenigen, die euch vorausschreiten, entgegen. Ihr schaut in das Licht, seht über euch die Sonne, die absolut in der Mitte des Himmels zu stehen scheint. Wir müssen wohl Mittag haben. Euch war gar nicht so wirklich bewusst, wie spät es gerade ist. Und ihr seht Ränge. Es ist unglaublich hoch, das Gebilde über euch. Ihr seht verschiedene Menschen, die meisten ziemlich gut gekleidet. Auch einzelne, möglicherweise Händler dazwischen mit Bauchwagen, die sie vor sich hertragen und Getränke oder Essen verkaufen bzw. den Leuten geben. Ihr seht gar keinen Geldaustausch und ihr fragt euch einen kurzen Moment, warum ihr überhaupt darüber nachdenkt. Denn ihr lauft auf in erster Linie Rücken von Personen, die euch vorausgegangen sind, zu, aber ihr seht dahinter auch in den Lücken zwischen ihnen sind Waffenständer aufgebaut, Rüstungsständer in der Mitte dieser unglaublich großen Arena, die mindestens 100 Meter durchmisst, bis zum anderen Ende. Ihr seht auf der anderen Seite auch, als wäre es jeweils zu den Himmelsrichtungen ausgerichtet, große Tore, die alle gerade geschlossen sind, bis auf das, durch das ihr hineingelaufen seid. Und ihr seht in der Mitte einen Steinkreis, durch den ihr langsam schreitet und ihr seid jetzt in diesem Pulk dieser Leute, die sich da nach und nach sammeln, auch einige noch hinter euch laufen und ihr hört das Grölen der Leute von oben, die gar nicht alle euch zugewandt sind. Einige schauen schon runter, wie als würden sie darauf warten, dass ein Sportereignis da, wo ihr seid, gerade losgeht. Andere stehen auf so etwas wie Plateaus und schauen mal runter, mal woanders hin und generell merkt ihr, wie unglaublich hoch das Ganze auch erst ist, als ihr in der Mitte ankommt. Über den Rängen, die ihr für die höchsten Ränge gehalten habt, kommen weitere Ränge und weitere Ränge. Ihr würdet schätzen, dass das gesamte Gebäude wahrscheinlich um die 60 bis 70 Meter hoch sein muss. Und die Leute, die ganz oben sitzen, die sind schon so klein wie Ameisen, sodass ihr das Gefühl habt, ihr selber könnt ja auch gar nicht größer aussehen für sie. Wie sollen die überhaupt sehen, was da unten passiert? Und ihr seid in diesem Unten und die Leute huscheln jetzt tatsächlich ein bisschen mehr um euch herum. Einige fangen an zu reden, einzelne greifen bereits nach den Waffen auf den Ständern und nach den Rüstungen fangen an sich anzukleiden. Aber es ist schon einiges da unten aufgebaut und immer wieder lenkt euer Blick auf diesen Steinkreis, in dem ihr jetzt steht, der so im Durchmesser von 30 Metern die Mitte dieser Arena ausmacht. Und das Tor, durch das ihr gekommen seid, das fährt langsam, knattert runter. Ihr habt das erste Mal auch den Eindruck, dass der Lärm von oben so ein bisschen dumpfer wird, dass ihr das Gefühl habt zu riechen, was um euch herum abgeht. Die Leute, die angstschweiß tropfend neben euch stehen, auch ein Mann, der offensichtlich nicht mehr Herr seiner Blase war, weil das einfach viel zu viel um ihn herum ist, um euch alle herum ist. Ihr seht auch diese verschiedenen Gestalten, die in der Dunkelheit euch gar nicht so klar geworden sind. Ihr seht den Zwerg wieder, mit dem ihr gesprochen habt. Ihr seht einige, die ein bisschen aussehen wie Gladiatoren, was gerade dir bewusst wird, die allerdings jetzt anfangen, einfach nur so etwas wie so einen Hoplitenhelm aufzusetzen, sich ein Kurzschwert anstecken, noch einen Speer in die andere Hand nehmen und sonst komplett auf Rüstung verzichten. Andere, die versuchen, alles an Rüstung übereinander zu packen, was sie irgendwie kriegen können. Wieder andere, die Waffen in die Hand nehmen, über die ihr niemals nachgedacht hättet, wie eine Peitsche oder ein Netz oder so etwas. Und die anfangen, sich zu rüsten vor dem, was auch immer da kommen mag. Und dann hört ihr so ein Rumoren, als würde der ganze Sand an sich bewegen, spürt ihr, dass unter euch irgendetwas ist. Es erinnert euch ein bisschen an das, was, wenn ihr sehr schwere Basstrommeln irgendwann schon mal gehört habt, dieses Pulsgeräusch, das so durch einen durchgeht. Das ist unter dem gesamten Sand, in erster Linie aber außerhalb dieses Steinkreises und der Sand fängt an, sich zu bewegen. Euch wird doch bewusst, das ist gar nicht alles Sand. Das ist teilweise so wie so ein weißer Staub. Auch Sandsteine dazwischen, wieder Splitter, die winzig klein sind und wie Metall reflektieren. Also es ist nicht einfach nur Gestein, was da ist. Und deswegen kommt auch viel zu viel von diesem Pulver nach oben bei jedem Schritt. Das, was euch gerade schon gewundert hat, seit wann staubt Sand so stark. Und dann hört ihr den dritten Gong. Und es wird unheimlich still, also wirklich unheimlich still in der Arena.
eines dieser Plateaus da oben, möglicherweise das größte, wird plötzlich der Blick fangen der meisten Leute, die sich da irgendwo bewegen, und ein Mann schreitet nach vorne. Er hat eine blutrote Tunika an, mit einem weißen Band, das sie drüber geht. Selbst auf die Distanz, er ist 25 Meter, 30 Meter über euch, seht ihr goldene Ziselierungen, die sich da durchziehen. Und er hat auch einen goldenen Kranz um den Kopf. Ihr könnt nicht ganz genau erkennen, was es ist. Nicht wirklich eine Krone, aber so etwas wie ein Siegeskranz möglicherweise. Und der Mann muss groß sein. Also selbst auf die Distanz könnt ihr ihn ziemlich gut sehen. 2,5 Meter bestimmt ist er groß. Und schaut zu euch runter, schaut in die Ränge, öffnet die Arme, ohne ein Wort zu sagen, klatscht die Hände zusammen und die Tore erheben sich langsam. Freunde, von einer ähnlichen Situation habe ich schon mal geträumt. Das wäre mein größter Auftritt. Ich habe solche Situationen bereits erlebt. Schnapp dir deine Waffe, Junge. Wieso Waffe? Ich bin Musiker. Also, ich werde mir mal eben erst was besorgen, mit dem ich nicht wehren kann. Ich wühle mich inzwischen schon durch den Tisch, schnapp mir eine Brustplatte, greif mir einen fetten Morgenstern, und weil ich kenne das. Und ich möchte, was auch immer jetzt kommt, ich möchte nicht unvorbereitet da rein. Ihr hört, obwohl es ein bisschen lauter geworden ist, die Leute aber noch nicht wirklich laut sind, weil keiner so wirklich weiß, was da eigentlich auf euch zukommt. Auch die Leute in den Rängen oben nicht. Hört ihr so kehlige Geräusche aus den Toren kommen? Es klingt so. Solche Geräusche kommen aus allen vier Toren. Und jetzt ist es tatsächlich sogar so, während ihr anfangt, euch die Rüstung anzulegen, was nicht immer ganz leicht ist, wenn man es alleine macht, ist, dass diese 40, 50 Männer um euch herum anfangen, sich gegenseitig auszurüsten und dabei zu helfen, so schnell wie möglich in die Klamotten reinzukommen, weil jeder gerade spürt, das ist keine Solo-Nummer. Okay, Leute. Komm, stattet mich aus. Zieh mir was an. Das ist kein Rockkonzert, glaube ich. Hä? Die Leute sind nicht gekommen, um mich spielen zu sehen. Ich fürchte nicht hier. Oh. Ah. Bonk, kommt der Helm. Oh, aber mein Gesicht? Ich meine, haben die Leute nicht Eintritt gezahlt, um mein Gesicht zu sehen? Das ist dafür da, dass dein wunderschönes Gesicht nicht von einem Pfeil durchbohrt wird. Das finde ich okay. Ja. Mach mal hinten zu bei mir. Klonk, bonk. Also, Herbert, ich glaube, eine Nummer größer wäre auch nicht schlecht gewesen. Muss ja Spack sitzen. Ja. Mach doch eine schöne Figur. Freunde? Wie kannst du nur umgehen? Was für was Zierliches? Sowas hier? Schnapp. Violine, Flöte. Rapier? Ja, Rapier geht auch. Bist du in irgendeiner Form magisch begabt? Ja, so ein bisschen. Kannst du, bevor was auch immer dort hinten dran steht, jetzt rauskommt, irgendetwas für uns tun? Was kann uns denn jetzt helfen? Ich meine, keine Ahnung. Fleet wäre jetzt nicht das Richtige, oder? Inspirier uns! Ich könnte. Ich meine, ich könnte alle zum Lachen bringen, aber das hilft uns doch jetzt auch nicht weiter, oder? Oder meint ihr so ein bisschen gute Stimmung? Ihr meint, in den Toren jetzt Schatten, Umrisse von Personen wahrzunehmen, die allerdings sich eher schwankend, nicht pinguinmäßig süß, sondern schon irgendwie ungesund, in diesen Nebel reinzubewegen, der immer noch leicht da ist. Denn es wird immer weiter dieser Staub nach oben geschleudert, weil irgendetwas sich im Sand bewegt um euch herum. Einer derjenigen, die nur diesen Helm aufgesetzt haben, Speer und Kurzschwert jetzt bewaffnet sind, versucht einen Schritt über diese Grenze zu setzen, über diesen Steinkreis, in dem ihr steht. Und ihr seht, dass sein Fuß kurz nach oben schwappt, weil irgendetwas da drunter her durch den Sand geschwommen ist. Er zieht das Bein noch sofort zurück, geht sofort in Abachtstellung mit dem Speer, aber es kommt nicht groß was raus. Und ihr seht immer noch nur Schatten. Freunde, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, wir kommen aus diesem Steinkreis nicht raus. Ich habe sowas schon mal gesehen. In der Wüste. Sandwürmer. Sandwürmer? Garstige Dinger. Ja, bei mir juckt's auch manchmal, aber... Nein, nein. Wir stehen quasi nur aus Hals voller Zähne. Das ist ja eklig. Mhm. Die Frage ist jetzt nur,
Wollen Sie uns gegeneinander kämpfen lassen oder gegen die Dinge? Tod. Was kommt denn da? Ich kann es nicht erkennen. Hm? Auf jeden Fall, ich möchte nicht hier in diesem Pulk stehen bleiben. Lasst uns irgendwo an den Rand gehen, wo wir etwas im Rücken haben. Am Rand sind wir doch als erstes dran. Sind wir? Ja, natürlich. Die kommen doch von allen Seiten. Hinter euch. Okay, hört dann ihr im Dreieck. Rücken an Rücken. Ein Schrei und es klingt wie ein Kriegsschrei. Einer rennt einfach los. Auf eins der Tore zu. Leute verdecken das Ganze und ihr seht ihn noch und auf einmal seht ihr so ein Riesenmaul, das aus dem Sand rauskommt, die einfach von oben verschluckt mit nach unten reißt und der Mann ist weg. Das machen wir nicht. Ja. Schlechte Taktik. Ja. Verdammt schlecht. Okay, also ich meine, wenn wir nach dem Ausschlussverfahren gehen, dann haben wir jetzt noch 49 Versuche. Das hätte helfen können. Also, hat jemand von euch schon mal sowas gesehen? Habe ich schon mal sowas gesehen? Du hast davon gehört, dass es in der Wüste sowas gibt wie diese Sandwürmer. Ich weiß nicht, hast du sie jemals gesehen? Ja, actually, das war in der ersten Karawane, die ich begleitet habe. Dann hast du genau sowas schon mal gesehen. Mhm. So, also, wenn du dich damit auskennst, dann musst du doch irgendeine Idee haben, wie wir damit umgehen können. Fällt mir noch was ein, wie ich das damals gemacht habe? Oder irgendwas? Also, der Weg, auf dem ihr unterwegs wart, der war relativ klar gesteckt. Das hast du in Erinnerung. Ihr solltet in dieser Situation einfach den Weg nicht verlassen mit der Karawane. So als gäbe es eine Art Safe Spot oder sowas, solange ihr auf der Straße unterwegs seid. Mhm. Du weißt allerdings auch, dass einer der auf der Karawane arbeitende Menschen davon gesprochen hatte, dass irgendwie eine Magie in den Steinen ist, die die fernhält, wie eine Barriere, die können da nicht durch. Und dass sie ja auf Bewegung reagieren. Sie sind blind, sie haben dafür aber so eine Art Erschütterungssinn. Okay, also. Und sie mögen kein untotes Fleisch. Also. Zum Glück bin ich alles andere als untot. Das, was auf euch zukommt, allerdings nicht. Ihr könnt die Konturen dieser Gestalten, die durch die Tore gekommen sind, jetzt deutlich besser sehen. Und ihr seht, das sind nicht eine Handvoll pro Tor. Das sind pro Tor locker so viele, wie ihr in der Mitte seid. Und die kommen jetzt aus allen vier Richtungen auf euch zugeschlurft. Eindeutig Untote, Zombies. Fleisch ist noch dran, Klamotten auch. Und ihr seht verschiedene Kleidungsstile. Einige, die ihr aus den Bereichen um euch herum kennt, also beziehungsweise dort, wo ihr aufgewachsen seid. Ihr seht, dass da gut betuchte Damen sind, die an der Schwertküste, möglicherweise an den Strandbereichen irgendwo mal Urlaub gemacht haben könnten in dieser Kleidung. Andere, die in Priesterroben unterwegs sind, wieder andere in Kriegerkleidung. Offensichtlich handelt es sich um die Opfer dessen, was um euch herum passiert ist in den letzten Monaten, seit das große Chaos losgebrochen ist. Oh, Macke. Seht ihr die eine da, die gar nichts dran hat? Die kenne ich. Sag nicht, was ist das mit der, die ist fies. Ah, ich habe... Sieht ein bisschen anders aus. Okay, ich habe schon an deinem Geschmack gezweifelt. Prios hat eine verrückte Idee. Hau raus. Ist sonst keine. Die mögen kein untotes Fleisch, diese Biester. Ja. Wir könnten dorthin gehen, einen dieser Zombies auseinanderrupfen und uns mit seinen Gliedmaßen behängen. Dann lassen sie uns vielleicht in Ruhe. Man muss jede Gelegenheit nehmen, die man kriegen kann. Fast zur Bestätigung deiner Theorie springt eine Tabaxi, die so ein Puma-Fell hat, ganz dunkel und glänzend, in leichter Lederrüstung, los, springt auf einen dieser Untoten, der eurem Kreis schon relativ nah war, also auf 5 bis 10 Meter nah dran war, springt auf den drauf, springt von dem ab auf den nächsten. Der dritte allerdings, der schlägt in der Luft nach ihr und erwischt sie blöd. Sie landet neben ihm im Sand und aus dem Sand kommt wieder einer dieser Würmer, verschluckt sie von oben und den Untoten. Dann windet sich dieses Ding da oben, vertaucht nicht sofort wieder unter, sodass ihr das erste Mal wirklich diese von dir beschriebenen Zahnreihen sehen könnt, die nach innen gehen, sodass man ganz genau weiß, selbst wenn man verschluckt werden würde und das Ganze überlebt, rauskriechen geht nicht, weil immer wieder diese Haifischzähne in runden Reihen kreisrund auftauchen und er schüttelt sich ein paar Mal und dieser
Zombie, den er da halb mit im Mund hatte, beim Verschlucken versucht, den spuckt er wieder aus über den Boden. Der pitcht so ein paar Mal über den Boden. Auch andere Sandwürmer scheinen die Bewegung gespürt hat zu haben, aber gemerkt haben, okay, das ist eklig, das wollen wir nicht haben. Und jetzt fehlt ihm zwar ein Arm, aber er steht wieder auf. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, weil er versucht, sich so mit einem Arm wieder hochzudrücken und eins der Beine auch gebrochen ist nach den mehreren Stürzen. Aber ihr Versuch war zumindest schon mal von leichtem Erfolg. Ich finde das im Ansatz gar nicht schlecht. Ja, wie wäre es denn, wenn wir uns quasi so einen Steg errichten? Ja, also so einen sicheren Weg. Ja? Wohin? Ja, in Richtung eines der Tore oder so. Irgendwie einen anderen Ausgang habe ich jetzt nicht gesehen. Du willst dorthin, wo die Zombies rauskommen? Ja, die sind ja jetzt da rausgekommen. Okay. Oder wir, also, indem wir Zombie nach Zombie nach Zombie einfach mal so pflastern. Mosaikmäßig sozusagen. Ja, ja. Ich hatte mal ein Kinderspielzeug. Domino nannte sich sowas. Ja, ja. Du haust den ersten um. Okay. Der fällt auf den zweiten, der fällt auf den dritten, der fällt auf den vierten. Vielleicht, wenn wir am Ende sogar so einen Zombie-Haufen hinkriegen, vielleicht könnten wir auch Richtung Tribüne. Die ist allerdings sehr hoch. Ich würde vorschlagen, wir fangen erstmal an, diese Viecher umzubringen, damit wir was zum Verlegen haben. Stattet euch mit Wurfwaffen aus. Also, Speere sind die einzigen Wurfwaffen, die ihr zur Verfügung habt. Und Dolche? Kreuzhacke? Auch. Geil. Aber keine Fernkampfwaffen im eigentlichen Sinne. Ihr hattet ja auch gerade darüber gesprochen, vielleicht einen zu zerpflücken und irgendwas damit zu machen. Und auf genau die Idee scheint auch einer im Ring gekommen zu sein. An den Rändern wird bereits gekämpft. Die ersten Kämpfen gegen diese Zombies, die auch einfach reinschreiten können in diesen Steinkreis, in dem ihr noch sicher seid. Und ihr seht einen so ein paar Meter neben euch, ziemlich großer Typ, so ein Goliath. So 2,20 Meter hoch, hat eine breite Axt, schlägt einem der Zombies den Kopf ab, packt sich einen zweiten auch am Kopf, schlägt ihm auch den Kopf ab und fängt dann an, die Gliedmaßen abzutrennen. Während die anderen um ihn herum, ähnliche Hopliten, versuchen, ihn freizuhalten. Und dann tritt er mit dem einen Fuß in den Brustkorb des einen, mit dem anderen Fuß in den Brustkorb des anderen Zombies, den er gerade erlegt hat, und versucht damit wie mit Schuhen nach vorne zu laufen. Der macht Ragu! Tatsächlich scheint das zu funktionieren, was er macht. Das Problem ist nur, er läuft jetzt in die Menge der Zombies rein. Ich hatte mal so Pantoffeln. Ja? Die hatten so groß. Ja, die sahen so ähnlich aus. Und damit konnte ich nachts nämlich bei der einen, bei der ich war, dann heimlich aus dem Haus raus, ohne dass mich deren Vater erwischt hat. So ähnlich könnten wir das jetzt vielleicht auch machen. Wir könnten uns auch einfach ein paar Füße als Füße nehmen. Ich hab doch, also Füße als Füße. Wie er das gerade macht. Ja, ich sag doch, in die Pantoffeln schlüpfen. Okay, was ist noch übrig von dem Zombie? Von welchem jetzt? Der Zerpflückte, vom Goliath Zerpflückte. Die Gliedmaßen liegen da noch. Also mir reicht ja so ein Oberschenkel oder so. Also ich habe ja nicht so große Füße wie manch anderer hier. Müssen wir uns nicht erst um das Hauptproblem kümmern? Das wäre? Das, was da auf uns zutorkelt? Ja, aber die können wir brauchen. Kommt. Komm, komm, komm. So. Ich merke, du kannst doch mit deiner Pranke oder so irgendwie da was ausrichten. Ich muss rankommen dafür. Ja, komm ja schon. Na gut. 3, 2, 1. Meins! Und ich steche dem mit einem Speer oder Dreizack in die Brust und versuche ihn zu mir ranzuziehen. Mhm. Ich merke, dass in mir irgendwas Unangenehmes wächst. Und zwischen meinen Händen. Oh, ein Glück. Ja. Entsteht eine grüne, giftgrüne aussehende Kugel. Und ich werfe die weg auf den ersten, der in meine Richtung torkelt. Ja. Werft doch bitte mal beide einen Angriff jeweils mit euren. Speers Stärke, ne? Ihr müsst gegen eine 8 werfen. Ja. 14. Also du hast doch jetzt so kurz Speer oder was? 14. Ja, das heißt beides, was ihr macht, trefft. Okay. Ich mach 2 Schaden. Okay. Bei mir sind es 7. Als grün hast du das beschrieben, ne? Ja. Gut, du schießt also diese Kugeln auf diesen Zombie und er kommt auch kurz ins Schwanken, wenn sie ihn ja auf Schulter treffen. Und dann schaumelt er aber wieder nach vorne. Das sieht etwas merkwürdig aus, weil sein Rückgrat so nach hinten weggeschlabbert ist und jetzt wieder nach vorne geht. Fast artistisch.
aber er kommt weiter auf euch zu. Er ist etwas langsamer geworden. Auch du triffst mit deiner Waffe und feuerst ihm das mitten in den Bauch. Aber so, der Speer steckt da jetzt einfach fest. Er guckt auch kurz irritiert runter und dann guckt er wieder hoch. Joink. Versucht sich so weiter auf dich zuzubewegen, so als würde er sich mit dem Speer draufziehen wollen. Aber du ziehst ihn raus. Ihr seht auch, dass dieser Goliath, der da gerade in die Masse reingegangen ist mit seinen übergroßen Schuhen, wieder zurückgedrängt wird, weil es einfach zu viele Zombies sind. Und auch die anderen Hopliten, die gerade versucht hatten, das, was ihr überlegt hattet, was ihr auch laut überlegt hattet, mit den anderen Gliedmaßen als Schuhe anzuziehen, die damit angefangen hatten, damit wieder aufhören, weil sie gemerkt haben, okay, wir müssen jetzt erstmal zurückschlagen. Das funktioniert sonst nicht. Und es wird immer enger um mich herum, weil alle sich so ein bisschen zusammenschieben. Ich will das nicht. Ilmata, segne uns! Dein Ernst? Und ein goldenes Licht steigt auf und hüllt uns drei in ein goldenes Licht und ihr merkt auf einmal, dass ihr euch etwas schneller bewegt. Bewegungsreichweite, willst du? Nein, es ist ein Segen. Ui! Gar nicht so schnell, gar nicht so schlecht, was du da gerade... Ihr könnt euch W4 Punkte dazu tun auf den Angriff. Okay. Ja, auf das, was ihr macht. Müssen wir jetzt eng zusammenbleiben? Ja, besser ist das. Ja, ja, ja. Okay. Ja. War das jetzt richtig, dass der Zombie überhaupt nicht auf meinen Angriff reagiert hat? Oder einfach nur nicht sehr? Also, du hast ihn geschadet. Das hast du gesehen. Mhm. Allerdings scheint es ihn nicht allzu sehr gestört zu haben. Zombies haben üblicherweise jetzt auch nicht das klassische Schmerzempfinden. Mhm. Der Goliath sieht allerdings, was du gerade gemacht hast und scheint das gar nicht so schlecht zu finden und stapft jetzt sozusagen weiter um sich schlagend mit seiner Axt auf euch zu. Ihr drei. Ja. Ihr könnt hier alle zaubern. Nein, nicht. Nur ein bisschen. Ja. Aber vielleicht kann ich ihnen Angst machen. Wahrscheinlich gut. Gut, ich bin Rats. Ihr lasst jetzt euch zwischen meine Männer fallen. Versucht eine Speerspitze zu bilden und da durchzukommen. Aber erst braucht ihr etwas an den Füßen. Ich. Jetzt zeigst du runter auf diese beiden Torso, die ihr schon vorher gesehen habt. Füße als Füße. Ich gehe zu den Zombie-Gliedmaßen, die da noch liegen und versuche mir was um die Füße zu binden. Also ihr kriegt das auch wirklich Auswahl, weil diese Hopliten angefangen haben, jetzt Zombies umzumähen und einfach hinter sich zu werfen, sodass die anderen, die jetzt gerade noch nicht kämpfen, sich damit einkleiden können. Ja, ich schnappe den Brustkorb von meiner Verflossenen. Das ist allerdings bei deinen eher kleineren Füßen schon eine Herausforderung, damit zu laufen. Mhm. Hör auf zu lachen. Entschuldigung. Sie hat gesagt, sie sind echt. Was denn? Vielleicht bist du wieder so. So, bist du ausgestattet an deinen Füßen? Ich suche mir zwei Oberschenkel und mache die ein bisschen klein und schlüpfe da, bin mir das an den Schuhen fest, an den Füßen fest. Hm. Ja. Sind jetzt wir Golden Boys hier, sind wir jetzt richtig Speerspitze? Nein, nein, ihr seid sozusagen zwischen der Speerspitze. Ich glaube, der Gedanke von diesem Rats war, dass ihr irgendwie dafür sorgt, dass seine Männer nicht so schnell draufgehen. Ob das jetzt ist, die dabei zu unterstützen bei was auch immer sie machen, sie scheinen auch ziemlich geschickt darin zu sein. Also sie haben so eine Art pfeilförmige Phalanx gebildet, ne? Mit großen Schilden, die sie gefunden haben, stoßen sie Zombies weg, stoßen mit den Speeren mit der anderen Hand zu und halten die ein bisschen auf Abstand. Und die Zombies scheinen auch so vielleicht ein bisschen das Interesse an denen verloren zu haben und fließen so ein bisschen drumherum, vielleicht in der Erwartung von hinten leichter ranzukommen. Aber dadurch stürzen sie sich umso mehr auf die anderen, die da irgendwie mit euch sind. Insgesamt sieht das Ganze ein bisschen wie so eine Art Tropfen jetzt gerade aus, ne? Die Speerspitze und alle anderen kugelförmig in der Mitte dieses Kreises. Mhm. Einzelne versuchen noch auszubrechen, aber jedes Mal, wenn jemand das versucht, aus diesem Steinkreis rauszukommen, kommen wieder diese Würmer. Jetzt ein bisschen langsamer, weil sie zu selektieren. Ne? Der Zombie-Geruch scheint so stark zu sein, dass sie nicht mehr ganz genau wissen, wo sie reinbeißen wollen und wo nicht. Aber wenn sie sich sicher sind, dass sie eingefunden haben, verschwinden die Leute auch manchmal einfach so, als würden sie nach unten gezogen werden, so zum Korken, der in die Weinflasche reinsinkt. Das passiert mir sehr häufig übrigens.
cool. Haben wir eine Inni-Reihenfolge? Wer ist denn jetzt dran? Nee, wir sind im Prinzip ohne eine Initiative-Reihenfolge. Also außer ihr sagt, ihr wollt euch jetzt wirklich sozusagen auf den Kampf konzentrieren. Ich würde versuchen, das einfach zu unterstützen und angeschlagene Zombies mit einem wohlplatzierten Blast, mit einem dieser grünen Kugel zu erledigen. Mhm. Okay. Aber vielleicht machen wir doch einfach genau das. Ihr wisst, ihr braucht jetzt einige Runden. Ihr seid deutlich nicht so schnell wie sonst, weil ihr ja auch einfach an die Geschwindigkeit halten müsst, die euch jetzt vorgegeben wird durch diese Speerspitze, die sich da nach vorne schiebt. Aber es geht langsam voran. Ihr würdet schätzen, so eine halbe Minute braucht ihr in der Geschwindigkeit schon, bis ihr bei einem der Tore angekommen seid. Allerdings wisst ihr auch gar nicht, was hinter den Toren auf euch wartet. Oben die Ränge sind richtig laut geworden. Jetzt das erste Mal, als ihr in dieser Mitte seid, dieser Obliten, habt ihr überhaupt die Chance, euch mal auf irgendwas anderes zu konzentrieren, als das, was unmittelbar auf euch zukommt an Gefahr. Und die Leute grölen und feiern. Es fliegen Rosen und Konfetti durch die Luft. Da oben geht richtig die Party, während hier unten eine andere Form von Party abgeht. Ich guck nach oben und rufe, ah, haltet die Schnauze! Und mach weiter mit dem, was ich tue. Ja, das ist nicht unbedingt, dass irgendwer was hören kann davon, aber... So geht man mit seinen Fans auch nicht um. Man muss sie hegen und pflegen. Man braucht Follower, deswegen kann man sie... Glaub mir, das sind keine Fans. Die wollen einfach nur Fleisch. Die jubeln dazu. Also, dann werft doch bitte mal auf eure Initiative rein. 15. Oha. 5. 7. 1. Ich hab die Krähe gewürfelt, das ist die ersten 20 heute Abend. Jui! Du, ich eher. Also eine 20 insgesamt oder hast du eine 20? Es ist sowohl als auch. Sowohl als auch. Du hast Initiative plus 0. Aber gut. Ja, genau. Ein geschickter so, Geselle. So gehört sich das für ein Paar. Gut, das bedeutet, du darfst anfangen. Wie gesagt, ihr habt diese V-Formation, die euch an sich eigentlich ganz gut schützt. Eure Möglichkeiten sind jetzt also entweder die zu unterstützen oder in den Lücken zwischen denen irgendwie durchzustechen mit dem Speer oder was auch immer ihr zur Verfügung habt. Also ich schaue auf jeden Fall, dass ich, wenn ich irgendwie sehe, dass jemand zusammenzubrechen droht, dass er in Gefahr gerät, dann würde ich auf jeden Fall versuchen, seinen Gegner mit einem Zauber abzulenken. Okay, du siehst tatsächlich auch ungefähr das. Einer der Hobliten hat einen Speerstoß nach vorne gemacht, hat aber scheinbar durch seinen hohen Schild, den er geführt hat, gar nicht gesehen, dass er da schon einen Zombie hatte, der ihn in den Arm reinbeißt und das nach unten reißt, was natürlich zu einer Lücke führt in dieser V-Formation. In dem Moment lasse ich den vorbereiteten Zauber los und versuche den zu treffen. Ja, das ist 21. Alles klar. Das, womit greifst du nochmal? Mit dem älteren Spaß. Alles klar. Du schießt also den Zauber da rein und du siehst noch den Kopf des Zombies, der von der Seite diesen Treffer bekommt und dann verschwindet er auch schon wieder hinter dem Schild des Obliten. Allerdings, du hast dieses kurze befriedigende Patsch gehört, als der aufgeschlagen ist und so ein ganzes Stück von seinem Gesicht weggesprengt wurde, weil der Axenoper getötet worden ist. Das ist schwer zu sagen, aber auf jeden Fall war es ein guter Wirkungstreffer. Ich wetze nach vorne zu dem, der vorne an der Spitze steht, baue mich hinter dem einmal auf, leg den Kopf in den Nacken und stoße ein ohrenbetäubendes Löwengebrüll aus, um die Zombies, die direkt vor der Formation auf uns zukommen, in einem Umkreis von 3 Metern zu erschrecken. Die müssen einen Weisheitsrettungswurf gegen 13 machen. Sonst sind sie bis zum Ende meines nächsten Zuges verängstigt. Okay. Dann alle Zombies im Umkreis von 3 Metern von mir. Alles klar. Das ist ganz praktisch, weil du halt vorne an der Spitze jetzt auch stehst und damit dafür sorgst, dass diese Speerspitze sich schneller bewegen kann. Das heißt, ihr kommt schneller an eurem Ziel an. Ihr habt gerade sozusagen eine Runde gewonnen. Dann bist du dran. Ja, mir ist übrigens aufgefallen, dass du eine gar nicht so schlechte Stimme hast. Vielleicht könnte ich dich irgendwann mal begleiten. Wenn wir nochmal so eine Arena füllen wollen. Klar, warum nicht? Warum nicht? Ich hab danach erstmal die Schnauze voll von Kämpfen. So eine Rockröhre, habe ich da rausgehört. Was für eine Röhre? Egal. Ich bin ja nicht so der kämpferische Spezialist. Ne? Würde es der Truppe helfen, wenn ich, während ihr euch da jetzt gerade in die Schlacht stürzt, so das Lied der Erholung spiele, damit ihr gestärkt bleibt?
Das ist, glaube ich, eher dafür da, wenn man schon Trefferpunkte verloren hat. Ja, aber da waren ja gerade welche in unserer Gruppe, die haben schon ein bisschen gelitten. Ja, dafür. Die sind teilweise schon verletzt worden. Das Gefühl sind das Schramm, aber, ne? Zombie-Schramm. Sind die giftig? Vom Zombie nicht. Also, insofern du dich überhaupt mit Zombies auskennst, ist das nicht das Riesenproblem. Okay. Andere können so eine Art Zombie... Nicht, dass die sich auch noch verwandeln. Achso, nein. Das passiert nicht unbedingt. Also meinen Sie noch nicht Erholung? Also wenn du das Gefühl hast, dass das eine gute Idee ist und dass das Beste ist, was du machen kannst, würde ich es machen. Ich würde es anbieten. Probier es einfach. Ich erkenne mich nicht aus. Okay. Alles klar. Machst du es? Gut. Du hast auch sofort den Eindruck, dass das eine ganz gute Entscheidung eigentlich war, weil doch einige dieser Obliten plötzlich sich wieder ein bisschen mehr straffen und einfach irgendwie ein bisschen selbstsicherer sind, weil auch für die ist ein Kampf gegen so einen Riesenhaufen Untote jetzt nicht unbedingt alltäglich. Und generell gibt auch das nochmal so einen Schub nach vorne, da ist einfach wieder mehr Kraft in den Leuten. Ihr seid viel weiter gekommen, als ihr dachtet, dass ihr es in der kurzen Zeit schaffen würdet, durch das, was ihr machen konntet und dadurch, dass du jemanden abgewehrt hast. Die Zombies schlagen wie wild mit ihren teilweise nur noch Armstumpfen oder was davon übrig ist auf die Schilde der Hobbiten, aber kommen nicht durch einzelne Schaffensmal, so einen Kratzer an der Schulter zu setzen oder sonst was. Wieder der Heilehainekinschen. Was die Hobbiten aber nicht wirklich aufzuhalten scheint, hinter euch hört ihr vermehrt Schreie, denn da ist einfach nicht so viel Schutz. Nicht, dass da keine Kampfkompetenz wäre, aber die sind nicht so gut darin, solche Massen abzuwehren, offensichtlich. Er scheint eine gute Position gefunden zu haben und kommt relativ unbeschadet durch diese Runde. Und damit sind wir wieder bei dir. Ich halte Ausschau, ob ich irgendwas sehe. Halte meinen Zauber nochmal zurück und werf diese grüne Kugel nochmal auf jemanden, der irgendwie gerade unsere schützende Wand versucht zu umgehen oder zu brechen. Hm. Okay. 14. Ja. Wie oft kannst du den machen? Ist ja krass. So oft wie ich will. Ah, das ist ein Cantrip. Ja. 8 Schaden. Du schießt einfach durch eine Lücke, die sich auftut, gerade als wieder einer angreift. Du siehst noch so, dass dieser grüne Blitz, den du da nach vorne schießt, diese grüne Kugel, so ein bisschen die Haare dieses Objekten wegbrennt, während es an seinem Arm vorbeifeuert. Sorry! Aber gleichzeitig in dem Moment dem Zombie, der versucht hat, ihm in die Hand zu beißen und seine Führungshand angegriffen hätte, so ins Gesicht reinschießt, dass der Kopf zur Seite wegknackt und hört das Knacken von seinem Genick, das wegbricht. Und der Zombie fällt um, richtet sich dann mit gebrochenem Genick zwar langsam wieder auf, denn das hat ihn offensichtlich nicht getötet. Aber, obwohl du ihm die Haare weggebrannt hast, scheint er dann doch nach hinten einmal zumindest dankend zu nicken. Okay, ich habe meinen Speer verfeuert, mein Brüllen auch. Ich nehme diese 2 Morgensterne, die ich mir aufgesammelt habe auf diesen Haufen, nehme ich so, fange mit denen an, die zu wirbeln und geh nach vorne und einmal rechts und einmal links wie 2 hässliche, stachelbesetzte Abrissbirnen. Schlägst du jetzt sozusagen über die Schultern des vorne stehenden Hobbiten hinweg einfach oder wie machst du das? Nee, ich bin zu ihm nach vorne und ich mach da jetzt mit. Achso, okay, du hast dich also sozusagen in die Phalanx reingeordnet. Ja. Ah, verstehe. Okay, dann hast du natürlich jede Menge Ziele vor dir. Yes. Darfst du auch gerne angreifen. Okay. Das ist Stärke. So, das ist nicht gut. Du hast einen Segen dazu, ne? Das ist richtig. Ein D4. Hui. 7 plus 1, 8. Ist getroffen, ne? 8 ist ein Treffer. Ui! Krass. Das ist ein Segen, aber. Ein Schaden für den ersten Angriff. Der Segen, der ist jetzt weg, ne? Einmal pro Kampf kannst du einsetzen für einen Angriff. Und der zweite ist mit einer 20. Nice. Das ist die Bonusaktion, oder? Das ist meine Bonusaktion für meinen zweiten Angriff, genau. Denn Prius ist beidhändig. Und das ist eine wunderbare... Jetzt passiert was sehr Lustiges.
Prius ist nämlich noch geschwächt durch diesen Aufenthalt in diesem Kerker, hat aktuell auf Stärke einen Minuswert, hat niedrig gewürfelt. Das heißt, jetzt verdoppeln wir null. Oh nein. Um Gottes Willen. Wenigstens müssen wir nicht durch null teilen. Das ist verboten. Oh Gott, ja, verstehe. Gut. Gut, du haust den Zombie das Ding in den Kopf und es ist auch ein richtig, richtig guter Treffer. Aber das ist dem Zombie halt relativ egal. Du haust ihm das Ding halt hier so von der Seite in den Schädel rein und du, das Auge glupscht nach vorne auch raus und der schüttelt es einfach ab. Und deine Waffe baumelt dann wieder raus aus seinem Kopf. Konzentrier dich. Muss ich uns wieder in den Arsch retten, ja? Also, pass auf. Ich drehe mich um, bitte? Das war gerade enttäuschend. Ich habe ja mein Rapier, ja? Und ich habe da gerade so eine Lücke entdeckt. Und dieser eine Zombie, ne, der läuft ja jetzt nach rechts, guckt aber nach links. Da habe ich gedacht, den könnte ich einfach mal so in die Augenhöhle stechen. Nicht reden, machen. Ja. Neun, ne? Kommt noch was drauf? Werfe ich hier, dass das Licht besser. Oh, der ist ja noch schlechter. Nein, sein fürchterlichen über. Also, das sind die Glückswürfel meines Vaters gewesen. Aber ich habe sie ja in der abgetrennten Hand meines Vaters gefunden. Also, mit dem Glück, das habe ich immer schon so ein bisschen. Schlecht gesungen, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Okay, also. Was machen wir daraus? Das ist jetzt eine 3. Ja. Das kommt noch den Schaden. Mit einer 3. Also drei Schaden. Drei Schaden. Ja, du wolltest ja auch mit. Wir haben ja nur die Augenhöhle anvisiert. Genau, das hast du auch geschafft. Also du hast ihm schon das Auge durchspießt, das noch da war. Und ziehst es auch mit der Waffe wieder raus. Und er wankt kurz, aber es konnte ihn offensichtlich nicht allzu sehr bremsen. Echt ein zäher Bursche. Jetzt hört ihr von hinten einen Schrei. Dann schreien mehrere Leute. Und dann. Fum. Direkt vor euch schlägt einer dieser Zombies ein, der anscheinend von irgendwem von hinten geworfen worden ist oder was auch immer da los war. Wieso der zwischen euch gelandet ist, ist aber jetzt praktisch an der Speerspitze, nur hinter den Leuten, die eigentlich die Speerspitze bilden. Und ihr drei steht kreisrund drumherum in der nächsten Runde. Du darfst. Ich habe mein Schwert ja schon in der einen Hand, mein großes, und ich nehme das und hol von oben an der weiten Leber auf und ramme das voll. Das ist offen, nur unter Bretter. Okay, du darfst einen Vorteil werfen, weil er auf dem Boden liegt. Und wir fangen hier. Das ist gut, das war eine 1 dabei. Aber jetzt ist es eine 20. Klasse. Und das sind natürlich. 6, 7, 10 Punkte Schaden. 10 Punkte Schaden. Du schlägst das Schwert mit ziemlich viel Wucht in den Zombie rein und du trennst ihn tatsächlich durch den Schlag, der fast eigentlich ins Schlüsselbein ging, aber dann hier aus der Brust wieder rauskommt, den linken Arm ab. Kämpf einhändig, du Pfeife! Glücks. Wozu einhändig kämpfen? Und ich greife. Ist der platt, der in der Mitte? Der Zombie in der Mitte, ist der platt? Tut es dann nicht. Okay. Dann kriegt er jetzt 2 Morgensterne auf die Schnauze. Ja, eins sagt so, der andere so. Für eine. Ist der Segen wirklich? Ist der jetzt. Den dürfte ich auch bestimmt nur einmal benutzen. Oder? Darfst du jede Runde einmal benutzen? Bist du eine Minute? Ja, ist schön. Ich hab dich auch noch gehabt. Ja, 9. Und. 9 Punkte Schaden? Nee, 9 zum Treffen. Achso. Und für den Schaden. 4 für den ersten. Mhm. Der zweite Angriff trifft mich. Hast du die mit Vorteil geworfen? Nein. Weil das ja ein liegender Zombie ist. Das zweite würde auch nicht treffen. Okay. Damit beendest du wahrscheinlich deinen Zug. Mhm. Dann unser Bade. Prius, was kann man eigentlich tun, damit du mal wieder hier einen Treffer landest? Gute Idee, Klappe halten und draufhalten. Womit? Also. Mit deinem Rührstab da vorne. Ja, ich kann drin rumpieksen. Mach mal! Okay. Vielleicht schreist du dabei ein bisschen. Oh! Da schreie ich sogar sehr laut. 20.
Ja. Okay. Und 8. Warte. Plus. 8 plus Guess, 10 und verdoppelt. Beschreib mal, was du mit dem Zombie machst, der da am Boden liegt. Ich verpasse ihm ganz viele Löcher, fülle sie kurz mit dem Sand auf und trete ihm dann den Kopf platt. Okay. Kann ich mir das so vorstellen, dass du von unten so das Kind trittst und dann... Ja. Ja. Schickes Bild, okay. Effektiv, aber unappetitlich. Tatsächlich, weil der Kopf auch nicht mehr so fest dran, dass du ihn denn dabei abtrittst. So, und jetzt so einen halben Zombie-Kopf über dem Fuß hast. Also halb über dem Fuß. Ein ganzer Kopf. Könnte ein Sport draus entstehen. Das ist gut. Kopf mal, ja. Okay, der ist hin. Ihr seht, ihr seid wirklich nah an diesen Toren. Ihr seht auch, in den Toren sind Gestalten. Wahrscheinlich wieder die Wächter, die ihr draußen schon gesehen hattet, die euch begegnet sind, als ihr reingeführt worden seid in die Arena. Ihr seht aber auch zwei Gestalten, die größer sind. Ihr könnt nicht so richtig ausmachen, wie groß. 2,5 oder 3 Meter, schwer zu sagen, weil dieser ganze Staub überall noch in der Luft ist. Die da aber eigentlich nur auf euch zu warten scheinen. Und ihr seht auch, wie so ein Steinkreis, fällt euch jetzt auf, der wahrscheinlich, also er hat nicht den Eindruck, über so etwas getreten zu sein, als er die Arena betreten hat, aber jetzt ist er zu sehen. Vielleicht freigelegt worden von den Zombies und war vorher unter dem Sand verborgen oder ist nach oben gestorben worden von dem Mechanismus. Irgendwas hat dieses ganze Vibrieren ja vorher auch vielleicht ausgelöst. Und die warten einfach nur. Vielleicht noch eine Runde, die ihr braucht, um da hinzukommen? Da vorne ist wieder fester Boden! Ich glaube auch, diese Steine, die sind schon recht safe. Hoffen wir das Beste. Und ich würde sagen, erstmal, ich nehme einen Anlauf, spring nach vorne an unserem Goliath vorbei, nehme mein Schwert und schlage so diagonal mit Anlauf in den ersten Zombie rein und mache die entsprechende Attacke, weil es einfach geil ist. Charge auf ihn zu und spring voll drauf. Schaffe es, den zu treffen. Volle Kanne mit dem Schwert, mit dem großen. Ach ne, den brauche ich nicht, sondern 2d6. 9 Schaden plus 5 sind 14 Schaden. Das ist sehr effektiv, was er gerade gemacht hat. Also er spaltet den schon so bis zur Hälfte. Das Schwert steckt jetzt so ungefähr auf Bauchnabelhöhe und der klafft so ein bisschen auseinander, der Zombie. Und ihr seht so, dass er seinen linken Arm so zur Seite schnappt, um seinen Körper zusammenzuhalten, während er mit dem rechten weiter versucht, auf euch zu schlagen. Was jetzt etwas slapstickmäßig aussieht und auch dazu führt, dass seine Waffe sofort wieder frei ist, weil er dieses Loch trotzdem da ist. Er klappt auf zu, sonst hier Monika. Rios. Der hat mich auch schon ganz gut vor. Wie ist gerade die Situation vor der Phalanx? Also, weit sind wir jetzt noch von den Dicken da entfernt? Also, da sind jetzt noch eine Handvoll Zombies, die aber auch schon fast automatisch von der Schwerfeld auseinandergeschoben werden. Mhm. Der hat jetzt eigentlich dazu geführt, dass der am meisten im Weg gewesen wäre, jetzt gerade, naja, halb und halb vor euch im Weg ist. Und du hast schon den Eindruck, ihr seid nicht weit entfernt von uns. Mhm. Und diese beiden Gestalten? Da sind 2 von diesen Riesengestalten und also jetzt könnt ihr es auch langsam erkennen, bestimmt 6, 7, 8 von diesen Wächtern. Die warten dann weiterhin. Okay. Ich räume uns weiterhin den Weg frei. Natural One. Du kämpfst bei den Clown jetzt gerade oder was? Nee, mit den Morgensterne. Ne? Ja. Okay. Alles klar. Du schlägst nach vorne nach dem Zombie, den du gerade schon erwischt hattest, um ihn halt endgültig aus dem Weg zu räumen und schlägst im Prinzip genau in die Kerbe rein. Das Problem ist nur, dass jetzt dein Morgenstern praktisch so von deinem Arm eingeklemmt wird, er wieder zuzieht und reißt dir den dabei aus der Hand, sodass du eine deiner Waffen verloren hast. Verdammt! Pius. Ich rieche es! Halt das! Sei still! Ganz ehrlich? Du fliegst gleich hinterher! Wenn ich deinen Körper hätte,
Boah, ich hätte hier sowas von aufgeräumt. Okay, jetzt reicht's. Darf ich den Baden werfen? Baden wirft man nicht. Das Problem ist, dass du einen den Zwerg, den wir vorhin gesehen hast. Okay. Also, pass auf. Du kannst es versuchen. Möchtest du dich werfen lassen? Nein, ich möchte jetzt hier, ich muss die Suppe ja wieder auslöffeln. Das bleibt ja immer an mir hängen. So, pass auf, ich kann ja mit meinem Rapier nicht nur stechen, ich kann ja auch Hiebe ausführen, ja? Und ich, dieses dahinwedelnde Ärmchen, ja, das werde ich ja wohl mit meinem Rapier noch irgendwie durchkriegen. Aber ich war nicht fertig. Du warst noch nicht fertig? Nee. Du hast deine Waffe gerade verloren. Ich habe eine zweite. Ja, dann hau mal. Die Bonusaktion steht. Ja, nachdem es hieß, ich kann die nicht werfen. So. Der trifft. Endlich. 7. Oh. Okay. Also der zweite Treffer war deutlich effektiver. Der Zombie hält sich so gerade eben noch auf den Beinen. Als ihm der zweite Morgenstern hier in die Rippen reindonnert und ihm jetzt endgültig die Körperhälfte aus dem Nack klafft. Also er lebt irgendwie noch, aber so richtig bewegungsfähig sieht er nicht mehr aus. Und damit ist jetzt dein Aktion vorbei, womit du loslegen darfst. Ja. Freunde, was meint ihr? Wie kann ich dem jetzt endgültig den Chaos machen? Das vorhin war doch schon gut. Mach das nochmal. Du kannst ihn ja zu Tode beleidigen. Der hört doch nichts mehr. Nein, das zu Tode beleidigen, das übt er lieber bei mir aus. Der ist schon tot. Wir müssen ihn ja nur noch vernichten. Also, ich nehme nochmal mein Papier. 18. 20, genau. Das sind 6. 8. Macht 8. Treffer. Tja, da war alles der Oberkerl hier. Hervorragend! Freunde, ich habe mir jetzt, glaube ich, schon 3 Striche in die Violine geritzt. Ja? Weil 3, glaube ich, schon auf mein Konto gegangen sind. Du hast nicht mal eine Violine. Ich spare aber auf eine hin. Während ihr da gerade so bei eurem Plausch seid, spürt ihr, wie ihr von hinten einmal so richtig geschoben werdet, weil die ganze Masse jetzt einmal in Bewegung ist. In dem Moment, wo ihr praktisch das Gefühl habt, endlich gerettet zu sein, und werdet auch über den Stein gerade drüber geschoben und findet euch jetzt halt umringt von diesen ganzen Gestalten. Ihr seht jetzt also, es waren 8 weitere dieser Wachen und diese 2 riesigen Dinger, die zwar Menschenumrisse haben, aber deutlich mehr von dieser wabernden Bewegung, die du vorhin an der Wange wahrgenommen hattest, aufweisen, weil der ganze Körper wie aus Treibsand zu bestehen scheint. Und tatsächlich ist es aber auch so ähnlich, wie vorhin, als ihr eingeführt worden seid, mehr als euch mit den Waffen in eine Richtung zu zeigen, die ihr begehen sollt, tun sie nicht. Und der Weg bahnt sich da in 2 Richtungen, sodass ihr die Wahl habt, nach links oder nach rechts zu gehen. Keins von beiden erscheint euch irgendwie mehr oder weniger gut. Wo lang geht's? Rechts oder links? Bleiben wir zusammengebaut? Ja. Okay. Das ist effektiv, würde ich sagen. Ja, weil ich euch über den Arsch rette. Rechts. Ach, rechts. Also ich bin immer gegen rechts. Allerdings wirst du jetzt von der Masse einfach nach rechts geschoben mit den anderen beiden zusammen. Ihr könnt euch aneinander noch orientieren, dass ihr in die gleiche Richtung geht. Aber diesen Rechtsdrift gemeinsam schreiten. Ihr werdet erst in wieder in so etwas wie ähnlich die Zelle, in der ihr zuerst gewesen seid, eingeschoben. Allerdings anders als da, wo ihr vorher wart, sind da jetzt auch Kübel mit Wasser und Möglichkeiten, dass ihr Dinge ablegen könnt. Ihr findet tatsächlich auch sowas wie Essen. Es sieht aus wie Brot. Es schimmelt ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Und ihr merkt, dass ihr ganz schön Hunger habt. Ihr müsst es nicht essen. Ihr seid nicht so hungrig, dass ihr gezwungen seid zu essen. Aber es ist sowas wie eine Minimalform von Pflege da. Sind wir jetzt alle klar, nehme ich an? Alle, die das Ganze überstanden haben. Ihr wisst natürlich nicht, wie viele es insgesamt waren. Mit euch sind noch 10 weitere im Raum. Ich bin immer noch so im, wo sind jetzt die Nächsten? Und taumel so in diesen Raum rein und... Jemand verletzt? Bestandsaufnahme. Viele sehen verletzt aus.
Ich verbrauche meine göttliche Energie. Geh hin und schau mir die am schwersten Verletzten an, die beiden. Und versuche Kontakt zu Ilmata aufzunehmen. Und merke, dass was kommt. Ja. Und ein goldener Schein geht von meinen Händen aus und Wunden schließen sich. Mit anderen war der Zwerg mit dabei, dem ihr ganz am Anfang begegnet seid. Und dann sagt sie, verletzt von dir. Und du siehst so, dass sein Mund schon immer noch irgendwie ganz schön voll mit Blut ist, was auch immer da passiert. Er klingt auch ein bisschen komisch, weil er sich fest auf die Zunge gebissen oder irgendwas. Aber zumindest diese vier Fingernägelrisse, die hier runtergingen, weil er es wohl nicht hingekriegt hatte, also entweder sie sind runtergerissen worden oder er hat es nicht geschafft, sich richtig einzuziehen, die Rüstung wieder weg war, die hier der Haut drin waren, die schließen sich wieder. Und er schafft es auch, seine Körperhaltung wieder ein bisschen zu straffen. Wo sind eigentlich diese anderen? Und ihr merkt jetzt auch, also diese Hobliten, die da diese Schwertwüste benutzt haben, die scheinbar nach links gegangen zu sein. Ihr seid getrennt worden von denen. Krios schnappt sich ein Laib Brot und ein bisschen Wasser und verkriecht sich in eine Ecke und schaut sich in die Zelle um und mampft stumm. Nachdem ich verarztet habe, gehe ich rüber zu Krios und Carlos dann ja auch da ist und nehme ein Scheibe Brot mit und ein Stück Brot mit und ich nehme ein bisschen Wasser und versuche was runterzubekommen von diesem Zeug. Also ihr habt eure Waffen auch, aber ihr schafft auch so, das, was besonders schlimm aussah, irgendwie wegzuschneiden oder so, das Blut, das ist schon bekannt, habt ihr in Ordnung, sind das so auf den ersten Blick, wenn man nicht weiter darüber nachdenkt. Und die Zeit vergeht so ein bisschen, nicht viel, vielleicht 10, 15 Minuten, schwer zu sagen, das Adrenalin pocht noch richtig durch eure Adern. Da öffnen sich die Tore und das erste Mal, gefühlt, scheint eine richtige Person in der Tür aufzutauchen. Hat so eine grau-braune Kutte an, den Kopf komplett rasiert. Die Augen wirken irgendwie nicht verklärt, sondern nicht klar. So, euch fehlt so die Farbe einer klaren Iris. Und diese Gestalt schaut auch so ein bisschen über euch drüber oder an euch vorbei, obwohl der Blick eigentlich klar euch treffen sollte. Und beißt euch einfach nur an. Kommt! Und dreht sich dann weg, in der Erwartung, dass ihr aller Wahrscheinlichkeit nach einfach folgen werdet. Was denn? Kann man trauen? Was heißt trauen? Ich glaube, wir müssen. Also einen vertrauensvollen Blick hat er nicht gehabt. Das stimmt. Wir müssen hier raus. Sobald sich einer... Da ist es zu gehen, als zu bleiben. Stimmt. Nein. Zu. Wir müssen hier raus. Sobald sich eine Gelegenheit bietet. Ja, aber das ist vielleicht die Gelegenheit. Ich weiß nicht. Erstmal hier raus. Also, einen anderen Weg sehe ich hier nicht. Wie reagieren denn die anderen Überlebenden? Mit ähnlicher Zurückhaltung wie ihr. Also, keiner scheint jetzt wirklich überzeugt zu sein, allerdings scheint auch keiner eine Alternative zu sehen im eigentlichen Sinne, als diesem Befehl zu folgen. Nun, ich werde ihm folgen. Ich möchte immer noch wissen, wieso ich überhaupt hier gelandet bin. Ich meine, ich habe eine Vermutung, aber ich will, dass irgendjemand hier mit mir redet. Ja, vielleicht hat der Typ mit dem irren Blick wenigstens Antworten für uns. Ich? Nein, du hast wunderschöne Augen, Bärchen. Tja, dann sollten wir wohl hinterher. Hilft ja nichts. Ja, auf. Okay, ihr geht durch die Tür, folgt dem Gang. Wie schon als ihr eingelassen worden seid in die Arena, habt ihr wieder diese nackten Steine und alles ist ziemlich grau und dunkel. Diesmal allerdings anders. Ihr seid beim letzten Mal links in die Arena gegangen, durch die Tageslicht reinfiel. Diesmal ist da weniger Licht, beziehungsweise
nicht natürliches Licht zumindest, das von rechts kommt. Ihr seht, wenn ihr etwas weiter geht, eine Treppe, die nach oben führt. Rechts und links dieser Treppe wieder überall diese Wachen aus Lehm, denen ihr jetzt schon mehrfach begegnet seid. Und oberhalb der Treppe ist ein Tor, das schwingt auf in einen Saal, der ja, von so roten Bannern und Teppichen umhangen ist, so wie ihr das zumindest nach oben sehen könnt. Und ihr betretet diesen Saal mit ein paar anderen Leuten, die ja mit euch mitgekommen sind aus diesem Raum. Und da oben seht ihr ja, etwas über euch, so 3 Meter Höhe ungefähr, sind verschiedene Gestalten, alle in verschiedenen Tuniken. Und die haben ganz viele verschiedene bunte Farben. Es ist nicht so, dass es eine Einheitsfarbe ginge, alle in Rot, alle in Weiß oder so etwas, sondern relativ bunt. Und ihr seht einige Türen. Und auf diesen Türen sind große Buchstaben. Alles unterschiedliche, aber jetzt nicht alphabetische Reihenfolge oder so etwas. Und ihr seht, dass auch diese Wachen zum Teil da unterwegs sind und du spürst von hinten, dass du angestoßen wirst. Ihr habt gesehen, dass eine Wache sich von ihm von hinten genähert hat, aber es gab keine Laufgeräusche, weil es mehr so war, dass sich die Beine nach vorne geschoben haben und die Füße praktisch immer wieder zusammengesetzt haben, als sie sich bewegt hat. Es sah aus wie Laufen, aber eher wie ein fließendes Bewegen. Was? Los! Die Wache guckt dich an mit diesem ausdruckslosen Gesicht, mit dieser Maske und schiebt ihren rechten Arm so ein bisschen an dir vorbei, den linken Arm mit der Speerspitze voran in Richtung einer Tür. Und auf dieser Tür ist ein großer Buchstabe J drauf, in goldenen Lettern auf der Holztür. Und sie sagt nichts, guckt wieder nur zu dir rüber und weist dich gestisch an, in die Richtung zu laufen. Moment mal. Ich glaube, er steht auf dich. Er sollte da nicht alleine reingehen. Er hat Tor J gewählt. Hinter der Zonk ist. Ey. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was dahinter ist. Lehmarsch! Lehmarsch dreht seinen Kopf so langsam in deine Richtung, allerdings so ein bisschen über den natürlichen Grat hinweg. Das müsste jetzt eigentlich ganz schön knacken. Schaut dich an. Ich will auch dort rein. Er dreht den Kopf wieder zurück, schaut zu dir. Ich gehe so 2 halbe Schritte da in die Richtung und... Ja, Freunde, ich kann euch ja nicht allein lassen. Ich meine, das haben wir ja schon in der Arena gesehen. Ich würde vorschlagen, ich komme auch mit. Also er dreht den Kopf erstmal wieder zurück, schiebt erstmal seinen Arm, der sich gleichzeitig zu so einem weiteren Speer verschiebt, zwischen euch beide. Oh! Und macht bei dir genau die gleiche Bewegung. Auch wieder offen. Hey, Moment mal. Ja, komm rüber, komm rüber. Hier, wenn mein Zwillingsbruder da reingeht, dann gehe ich da natürlich auch mit rein. Kommt schon gleich. Zwillingsbruder? Ja, man könnte uns total verwechseln. Bitte nicht, ich habe schon 5 Geschwister. Aber der Barde kommt mit. Er guckt einmal hoch auf die Tribüne und über der Tür mit dem J drauf steht eine Frau. Lange, dunkle Haare, lockig, bildhübsch, Sommersprossen im Gesicht, hat eine lange, dunkelblaue Tunika mit so Edelsteinen drauf, die so ein bisschen funkeln im Licht an. Und sie nickt einmal in Richtung des Lehmtypen, nicht des Baden, und er hebt seinen Arm hoch, lässt ihn wieder zu einer normalen Hand werden und legt jetzt den Arm, der aber ein bisschen zu lang ist, als gewöhnlich zu sein, hinter euch beide. Ja, also. Noch diese Bewegung. Den Sinn, die sie mir zugezwinkert hat? Was? Wer? Ja, die Dame im blauen Kleid. Ist genau das Blau, auf das ich stehe. Es ist schon eher noch eine Tunika. Es hat noch so Stoffübergänge hier, aber die Schultern sind frei. Was untypisch ist, was die wenigsten da oben so tragen. Wie so eine Art Tunika-Kleid. Hose wieder zumachen, Bande. Ich lass meinen Schwanz nicht die ganze Zeit raushängen. Der ist da angewachsen und da ist es nicht ungehörig, ihn in der Öffentlichkeit zu zeigen und damit herumzuwedeln. Jetzt regt euch ab. Ist alles okay. Gucken wir erstmal, wohin uns diese Tür überhaupt führt. Ich habe da ein gutes Gefühl. Da bin ich mal gespannt. Wenn du ein gutes Gefühl hast, ist das schon fast ein schlechtes Omen, würde ich sagen.
Ihr folgt also in Richtung der Tür, ja? Ja. Ja. Okay, die Tür wird euch auch aufgestoßen von einer weiteren Wache, die da steht. Lässt euch rein. Es sieht etwas merkwürdig aus, weil sie den Arm so praktisch so um die Tür rumknickt, was eigentlich nicht geht, wenn man einen Ellenbogen hätte. Hat die Hand auch immer noch an dieser Klinge, also an diesem Knauf und wartet jetzt eigentlich darauf, dass ihr eintretet. Der Raum sieht allerdings auch schon von außen recht hübsch aus. Ja, ich gehe jetzt vorsichtig rein. Ich weiß noch nicht, was da ist. Ich finde, der erste Eindruck ist nicht schlecht. Ich rieche da was. Ich weiß nicht. Nein! Was zu essen? Ja. Ach so. Ja, ist richtig. Es gibt da drin zu essen, was du riechst, ist wahrscheinlich ein Bart. Und das ist nicht einfach nur ein Braten, sondern das ist auch ein Braten mit so einer schönen Honigkruste. Und der duftet so langsam da raus. Der Raum, den ihr, ich gehe davon aus, betretet, du vielleicht so ein bisschen wie Samson hinter dem Käse herfliegend, ist möbliert. Es gibt Sessel und Sofas da drin. Die sind alle mit so einem violetten Samtüberzug bezogen. Auch Kisten da drauf mit so goldenen Stickereien. Und die Wände und die Böden sind mit Teppichen ausgekleidet. Der Raum ist insgesamt so 30 Quadratmeter groß. Und es gibt auch ein Buffet tatsächlich mit frischem Obst, mit Getränken, Wasser, Wein, alles, was ihr haben wollt. Und natürlich auch diesen pompösen Braten, den du da riechst. Und als ihr alle so in den Raum reingeschwommen seid, schwingt hinter euch die Tür auch langsam wieder zu und ihr seid da drin. Alter, das passt doch alles nicht. Ich hab's euch gesagt. Ist das unsere Henkersmahlzeit? Ach, Quatsch. Aber du bist immer so ein Schwarzseher. Du musst mal optimistisch daran gehen. Ah, du, die das Ereignisse des heutigen Tages, das hat ja, mich gerade dazu durchgesetzt. Na gut. Wir sind die Elite. Henkersmal oder nicht, wenn wir noch mehr Schwierigkeiten bekommen, dann begegne ich ihn lieber mit vollem Magen. Na also. Ich hab doch gerade gegessen. Ja, da trinkst du jetzt was. Das riecht wieder gut. Was ist denn? Erster am Speck. Mion! Oh, hier läuft es links und rechts runter. Das ist echt eklig. Sie haben da was. Oh. Ey, was machen wir hier für einen Eindruck? Das sind kultivierte Leute, bei denen wir uns jetzt hier befinden. Warum sind Sie Serviette? Serviette? Hast du den Braten vorher gefragt, ob du das mit ihm machen durftest? Das ist unnötig. Also wirklich? Ich glaube, es war einvernehmlich. Benimm dich bitte. Gut. Also es gibt zum Glück nicht nur den einen Braten, da sind auch noch andere Sachen, die nicht gleichzeitig im Leonin Maul hängen. Und während er hier vor auf dem Ding rumkaut vor euch, habt ihr aber auch noch die Option, da so Wachteln und sowas, die da fertig gemacht worden sind, zu essen. Oder auch andere Dinge, die wirklich gut aussehen. Also alles das würde ich sagen, selten habt ihr so gutes Essen gesehen. Und auch die Getränke sind nicht schlecht. Es gibt sogar verschiedene Weine. Ihr könnt jetzt nur auseinanderhalten, einen Weißwein und einen Rotwein. Allerdings ist der Rotwein echt süß, also er riecht sehr süß. Selten habe ich so gutes Essen gesehen. Die nächste Runde Wein geht auf mich. Klar, wenn du nichts sagen musst. Rot-Weiß? Wer mischt? Manderblatt. Weiß. Hallo. Also wirklich. Auf unseren Sieg? Ja. Auf unseren Sieg, Schatz. So sehe ich das. Wenn es einer war? Also, ja. Prost. Ey, auch wenn du mir ganz schön auf die Nerven gegangen bist, kämpfen kannst du. Und das ist noch nicht mal mein größtes Talent. Ich weiß nicht, ob ich dein größtes Talent sehen will. Ich meine im künstlerischen Sinne. Ah, okay. Obwohl? No. Jetzt hat sich noch keiner beschwert. Habt ihr irgendeine Idee eigentlich, was ihr vorher gemacht habt, bevor wir in diesem Umkleideraum aufgewacht sind? Ich habe da vorhin darüber nachgedacht und bei mir hätte ich so eine Idee, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Das Problem ist,
Ich hatte Schulden. Viele Schulden. Und irgendwann waren es so viele, dass jemand angefangen hat, sie aufzukaufen, um, so vermute ich, mich an diesen Ort zu befördern, weil ich konnte das nicht mehr bezahlen. Wissen tue ich es nicht. Eine andere Zeche habe ich auch mal geprägt. Wir reden nicht von Zeche, wir reden von meinem Gewicht in Gold. Schon ein schöner Brot. Aha. Trios rülpst einmal und ein leichter Bratengeruch verbreitet sich im Raum. Perfekt. Der Kampf war gut. Lust auf mehr. Habt ihr denn eine Idee, wieso ihr hier das bildet? Wieso ich ihr hier seid? Ich nichts. Aber das kommt öfter vor. Ich bin in einen leeren Raum geflogen, geschwebt, ich weiß nicht mehr. Es dauerte Jahre oder Sekunden, ich weiß nicht. Und irgendwie habe ich mir dem Ziel genähert. Und er hat sich den Kopf gestoßen. Die rauchen ganz komisches Kraut. Ich dachte, ich komme an und dann hat irgendwas meinen Weg geändert und ich bin im Dunkeln aufgewacht und dann kam jemand und hat mir diese Lumpen hingeschmissen. Das klingt... Ich weiß nicht, wo ich war. Das klingt heftig. Aber ich hab Götter gesehen. Na klar. Ja, ihr lacht. Nein. Also, ich habe es grundsätzlich nicht so mit der Religion, aber solange du mir damit nicht auf die Nerven gehst, ist das schon okay. Ich will das glauben, was er will. Bist du dir sicher, dass du dir nicht einfach nur den Kopf gestoßen hat? Also mit dem Segen vorhin in der Arena, das ist doch echt gut gelaufen. Er hat mir mehr davon gegeben. Schön. Wer? Den Namen, ich weiß den Namen nicht mehr. Corellon? Corellon? Ich glaube, es war Corellon. Da bin ich raus. Eine elfische Gestalt. Oh. Meine Mutter war eine Elfe. Die Perle des Westens. Auch von ihr hast du nicht viel geerbt. Wenn du ihn gesehen hättest, würdest du nie mehr von jemand anderem als Perlen reden. Hallo, nichts gegen meine Mutter? Nein, nichts gegen deine Mutter, aber das ist kein Gott. Nee, ist tot. Das tut mir leid. Dann starten, was ich fünf. In der Arena. Nur nicht so, wie wir vorhin. Eigentlich war es ein großer Auftritt. Ich war fünf. Ich lag in einer Zauberkiste. Als ich rauskam, war das verwüstet. Dann sagst du, ach, ich fand nur noch die Hand meines Vaters mit diesen blutverschmierten Würfeln. An seine Glückswürfel. Vielleicht solltest du sie wegtun. Ich finde nicht, dass die Geschichte besonders gut ausgegangen ist für ihn. Das ist das Einzige, was ich von ihm habe. Naja, ist doch egal. Ich könnte ein oder zwei Geschwister von mir abgeben. Ich habe fünf. Bei mir zu Hause ist es so laut. Wundert mich, dass du sie noch nicht aufgefressen hast. War dein Appetit? Oh, glaub mir, es flogen öfter Fetzen und es kamen Beschwerden wegen Ruhestörung. Ach. Fünf krakelnde Leoninenbabys. Die einzige Ruhe hatte ich, wenn ich in der Schule war und Karten gezeichnet habe. Ach, schon Karten? Ich habe als Kartograf gearbeitet, bevor ich Gladiator geworden bin. Das Problem ist, sämtliche Ecken dieser Welt sind schon weitestgehend, zumindest in dieser Region, kartografiert. Uns braucht man höchstens noch, um Abschriften zu machen. Liebesbriefe aufsetzen, Testamente abschreiben, Flyer, bla bla bla. Dafür habe ich nicht schreiben gelernt. Immerhin musst du so die Sachen hinkommen. Ja,
das ist richtig. Augen auf bei der Berufswahl. Ja, ich habe mich sozusagen umorientiert. Ich finde, passt auch irgendwie mehr zu dir. Aber nicht alle großen, breiten Kerle müssen sportlich sein oder Athlet. Was ist, wenn einer davon Künstler werden will? Du meintest vorhin selbst, ich habe eine gute Stimme? Ja, aber sehe ich jetzt nicht gerade filigran mit der Feder auf dem Papier. Naja, Freunde, noch ein Wein? Oh, eher mit dem Golem zwischen dem Maul. Zwischen den Zähnen. Ja. Ah, ja, komm. Da kannst du lange drauf rumkauen. Prost. Und ihr so weiter trinkt, merkt ihr, das hängt ganz schön müde fertig. Oh, war harter Tag heute. Und ihr merkt auch nicht einfach nur müde. Also wenn ihr versucht, euch wahrzuhalten, fällt es euch wirklich, wirklich schwer. Das stimmt nicht. Und während ihr so in Sofas versinkt und völlige Umnachtung euch umgreift, habt ihr so Eindrücke, die auftauchen, wie Erinnerungsbilder, die sich später erst wieder einspielen. Ihr spürt, dass ihr von diesen Wachen rausgezogen werdet, dass ihr draußen außerhalb der Arena seid und ihr seht Häuser, die wunderschöne Farben haben und alles sieht reich und verziert aus. Ihr seht auch kurz den Boden an und da sind auch Pflastersteine, aber dazwischen ist sowas Weißes, Weiches, was vielleicht ein bisschen an Wolle oder so etwas erinnert. Und ihr werdet in einen Wagen reingelegt und der hat Fenster. Und durch die Fenster seht ihr, dass da immer wieder Häuser kommen und ihr seht immer wieder die Dächer. Also scheint ihr wohl hochzufahren, irgendwo hin hoch. Und dann schwingt einmal eine Tür auf, die wohl nicht ganz verschlossen war. Und ihr seht runter, praktisch wie als würdet ihr ins Tal gucken von einer sehr hohen Stelle aus und habt lauter Häuserdächer da und Straßen und immer wieder ist alles durchzogen von diesen weißen, flauschigen Dingern, die da überall rechts und links des Wegesrandes sind, aber auch Bäume, die euch allerdings sehr ungewohnt vorkommen. Solche, die ihr noch nicht gesehen habt, sodass ihr euch schon recht sicher seid, dass ihr zumindest diese Region der Welt noch nicht erkundet habt. Und dann schließt sich auch diese Tür wieder und es geht weiter und das nächste Bild, was ihr bekommt, ist, dass ihr wach werdet. Ihr liegt jeweils auf einer Pritsche in einem Gemeinschaftsraum. Es ist spärlich möbliert. Ihr habt Betten, kleine Truhen vor diesen Betten. Ihr habt einen Eimer mit Wasser. Ihr habt auch einen Eimer als Abort, den ihr hoffentlich nicht mit dem anderen verwechselt. Und es gibt eine Holztür, die nach draußen führt, allerdings so einen relativ breiten Spalt frei hat, sodass ihr sehen könnt, dass von außen ein Riegel vorgelegt ist, sowie zwei Fenster, die mit Gittern verschlossen sind. Gemischter Wein war keine gute Idee. Oh, der älteste Trick der Welt. Sie haben uns was ins Essen gemischt, Gott verdammt. Ja, du hast zugeschlagen. Du doch auch. In flüssiger Form. Ja, aber boah. So einen Dampf haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Was ist das jetzt hier? Wellnessbereich? Wohl nicht, oder? Besonders so sieht sie nicht aus. Es schaut aus wie eine Gemeinschaftsunterkunft. Und Zelle? Zelle nicht unbedingt, dafür ist es so ausgestattet. Aber sind wir nicht Stäbe vor den Fenstern? Wir sind doch als Sklaven verkauft worden. Vielleicht ist das die Residenz unseres neuen Herrn. Oder Herrin. Liebesnetz für Träumen. Also da kommt ihr bestimmt nicht drin vor. Ich will nicht in deinen Träumen vorkommen. Selber. Wie ist denn die Matratze? Weich, vielleicht ein bisschen zu weich. Nicht so, dass ihr auf dem Holz landet, aber viel mehr als Stuhlfolgstoff ist sie wohl nicht. Okay zum Schlafen nach einem sehr anstrengenden Tag, sonst wahrscheinlich eher mittelbequem. Ja. Erinnert ihr euch an irgendetwas,
auf dem Weg, ich habe nur so komische Bilderfetzen vor Augen. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wie lange waren wir unterwegs? Ich weiß es nicht. Irgendwas war mit Thunfischsteak mit Reis. Aber ich weiß es nicht. Ach, du denkst immer ans Essen. Echt? Ach, du meinst, das war gar nichts. Egal. Ihr hört Krach von draußen. Und zwar nicht von vor der Tür, sondern vor den Fenstern. Da sind Stimmen, die irgendwas rufen. Lasst ihn in Ruhe! Er ist einer von uns! Er hat doch gar nichts getan! Und sonst verschwimmt das Ganze in dem Rumgebrülle, obwohl es wahrscheinlich nur 5 oder 6 Leute sind, die da sich die ganze Zeit beschweren. Und Leonie-Ohr zuckt. Habt ihr das gehört? Ich glaube nicht, dass das unsere Fans waren. Nee. Das klingt nicht gut. Habt ihr das verstanden? Da gibt's Stille. Lasst ihn in Ruhe. Da gibt's Stress. Lasst ihn in Ruhe? Ja. Wen? Na, geh doch mal schauen. Ja, wie soll ich denn da oben an das Fenster rankommen? Warte, da tut jemand die Große. Hier, komm, Großer. Mach dich mal nützlich. Und ich schwinge meinen Astralkörper rüber zum Fenster. Also es stehen auch Betten unter dem Fenster, sodass ihr einfach auf die Betten steigen könntet, um da oben rein rauszugucken. Also jeder von euch könnte durch diese Fenster. Ich gucke. Okay. Ihr schaut raus und ihr seht einen Innenhof. Mauern ringsum, soweit ihr gucken könnt. Und ihr seht, dass einige von diesen Spartiaten, die ihr vorher gesehen habt, an der Körperstatur könnt ihr sie erkennen, auch wenn sie jetzt keine Helme mehr tragen und keine Waffen oder sonst etwas bei sich haben, da stehen und sich fürchterlich beschweren. In ihrer Gruppe sind einzelne von diesen Wachen aus Lehm, denen ihr jetzt mehrfach begegnet seid. Und ihr seht außerdem einen Freikrim, was euch kann ich noch gar nicht so viel sagen, weil die wenigsten von euch sowas bis jetzt gesehen haben werden. Der, vom Kopf her sieht er einer Gottesanbeterin relativ ähnlich, hat 4 Arme, beziehungsweise 3 in seinem Fall, weil ab dem Ellenbogengelenk, also was ihr dafür zumindest haltet, ist einer der Arme, der unteren Arme abgetrennt auf der rechten Seite. Und er hat aber auch mehrere Waffen am Kopf. Und außerdem steht er vor so einem großen Holzpfahl, der da irgendwie total fehl am Platz irgendwie aussieht und oben auch ungewöhnlich spitz zuläuft. Praktisch wie ins Bild geschoben kommen 2 Wachen, die Rats mit sich ziehen, der, dem ihr in der Arena begegnet seid, der euch herangezogen hat, dass ihr damit helfen sollt, der Anführer von denen sozusagen. Und er wirkt relativ ohnmächtig, zumindest stark benommen, schimpft noch irgendwas so vor sich hin, während die Wachen ihn da völlig unbeeindruckt heranziehen. Und neben diesem Pfahl sind auch noch so 2 Tritte. Das ist euch vorher gar nicht so richtig aufgefallen, aber leichte Erhöhungen. Auf diesen Pfahl, sie strecken ihre Arme einfach aus und drücken sie nach oben, setzen sie ihn, bis das Holz in seinem Unterleib verschwindet. Sie ziehen dann wie Maschinen ganz langsam runter und so. Als er einige Zentimeter dann durchspießt ist, fängt er an zu schreien und dann geht das Schreien so langsam in ein blubberndes Gurgeln unter, als dieser Spieß auf Höhe seiner Lungen ankommt und wird immer weiter gezogen. Und ihr denkt die ganze Zeit, Gott, das muss aufhören, aber es geht leider immer weiter. Irgendwann seht ihr, dass das Holz hier aus seinem Hals rausbricht, aber als wollte er bis zuletzt sagen, so nicht, ich entscheide, zieht er den Kopf fast mit Gewalt runter, um gerade nach vorne zu gucken. Schaut in eure Richtung und dann hört das ganze Rucken auf einmal auf, als der Spieß aller Wahrscheinlichkeit nach an seinem Schädel an der Decke oben angekommen ist. Der, was siehst du? Sie haben Rat gefehlt. Bitte was? Rat gefehlt? Den Goliath aus der Arena. Ja. Sie haben ihn gepfählt. Ach. Und mit diesem Bild, von dem ihr euch abwendet, den Blick vom Fenster wegnehmt in den Innenraum, zieht die Kamera raus, langsam von euch weg, über diesen gesamten Platz mit dem gefällten Goliath in der Mitte, mit den Wachen und seinen Leuten, die um ihn trauern. Ihr seht den Freikrin, der zu ihm geht und ihm den kleinen Finger abschneidet. Ha! Was ihr nicht erkennen könnt, aber die Kamera. Und dann verschwindet die Kamera hinter der Mauer. Und da wir noch nicht wissen, was dort ist, endet diese Szene an dieser Stelle für heute. Crime.
wants to sail for the arena in the sky. We're fighting for you and feel secure in your hands. We're fighting for freedom to bring peace to the lands. We fight for the fallen, for the living too. We feel good in our faith. We're still fighting for you. Give blood to the sand to fill the sand with life. Grind the bones to to